Herzlich willkommen zur Hotelvorstellung vom Bahia Grande in Calamiloa, Mallorca. Mit einem kleinen Rundblick. Ist aber ein kleines, kompaktes Hotel. Geht eigentlich recht zügig. Ja, das ganze Hotel geht so ein bisschen in die Höhe. Kompakt, aber hoch. So, am Eingang angekommen. Auf der linken Seite Rezeption. Ja, mal durch die Drehtür. Hier sieht man links die Rezeption, wenn man weiter hinten durchgeht. Dann kommt man zur Bar. Abendbar, Lobbybar, Poolbar, alles in einem. Weil nämlich hier gleich nebenan ist ja der Garten. Aber das sieht man gleich von oben noch mal besser. Vom Eingang rechts gesehen ist dann der Speisesaal. Kann man auch draußen sitzen, das ist eine kleine Terrasse. Und als kleine Besonderheit hat man hier noch so eine kleine Dachterrasse, weil die liegen unten am Pool, wird man gleich nochmal sehen, sind nicht wirklich sehr ausreichend sonst. Und hier diese Glaskuppel, darunter ist das Hallenbad. Aber der braucht recht. Wir kommen in den langen Gängen. Man weiß nie, was einer macht. So, angekommen im Zimmer. Klein und kompakt. Und geht auch gleich los hier. Gut eingerichtet mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, ja, sogar eine Herdplatte und als Highlight eine Mikrowelle. Also so gesehen alles vorhanden. Gleich nebenan das Badezimmer. Das ist leider ein bisschen oldschool, aber gut, ist alles Nötige da. Sogar ein Kosmetikspiegel. Da freut sich die Frau. Die Dusche bzw. Badewanne ist halt in einem. Leider halt nicht so barrierefrei, also heißt es dann immer ein bisschen klettern und es fehlen leider irgendwie Haltegriffe. Ja. Aber gut, man kann sich mit arrangieren. Und dann geht's hier weiter. Auf der linken Seite haben wir einen Fernseher. Auf der rechten Seite zwei Betten, leider zwei Einzelbetten und die ja, verschieben sich nachts immer wieder. Also immer wieder heißt es dann irgendwie wieder zusammenrücken. Klimaanlage ist natürlich hier auch vorhanden. Und hinten im Schrank verbirgt sich dann noch ein paar Kleiderbügel und der Meatsafe, leider halt ja, wieder mit Kosten verbunden. Genauso wie Mallorca eine Kurtaxe hat. Ist halt ein Kurort. Also haben aber irgendwie mittlerweile fast die meisten Länder. Und jetzt gehen wir gleich nochmal raus. So, hier sieht man das Hotel dann auch nochmal. Kompakt von oben. Ja, Lobbybar nochmal zu sehen, die liegen. Links ist dann das Schwimmbad, Hallenbad drin. Ich probiere es mal zu zeigen. Und ja, der Pool. Ja, und dann ist eigentlich auch schon die Grenze zu sehen. Das ist schon ja, Ende vom Hotel. Also klein und kompakt. Was aber natürlich auch sehr schön ist, der Pool ist hier auch für Leute mit Handicap geeignet. Also hat auch nicht jeder. Jetzt kann man auch noch schön sehen hier den Ausblick. Ja, ansonsten. Ich blende dir noch mal was ein, da sieht man dann auch noch mal so ein bisschen die Front von dem Ganzen. Also die Lage von dem Hotel, wo es ungefähr so liegt, das ist so Calamiloa und linksseitig ist dann noch mal so ein Naturschutzgebiet. Da kann man auch wunderschön wandern, da gibt es auch Schildkröten zu sehen, das ist was ganz Seltenes irgendwie, so die mal in freier Wildbahn.
live zu sehen, sonst kennt man die ja sonst vielleicht eher aus dem Zoo oder aus dem Terrarium oder so. Aber nee, da sind wunderbare Dünen, da kann man schön wandern, sind auch so Wanderwege. Und da geht's hoch bis zu so einer kleinen Burg. Ja, für uns war das so jetzt einfach ein Tapetenwechsel gewesen. Und ja, es war noch nicht mal das Hotel, was wir eigentlich gebucht hatten, wir wurden umgebucht. Aber wie auch immer, das Essen war sehr gut gewesen und die Leute waren hier echt total freundlich. Ja, also, falls du noch Fragen hast, irgendwie zum Hotel, einfach in die Kommentare, wir beantworten es gerne. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.